So, herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Herzlich willkommen auf der Strongman Villa 2021. Im Hintergrund seht ihr vielleicht schon die Athleten, die machen sich jetzt warm. Und wir möchten für euch einen kompletten Wettkampf für euch präsentieren. Jedes einzelne Video wird eine Disziplin. Wir wollen das ausführlich für euch, wie sagt man, darbieten. Wir wollen das alles nicht so schnell über den Kamm scheren, sondern wir möchten euch Details, Interviews, Tränen, Schmerzen, was noch, Joshua? Lustschreie. Lustschreie, also ihr werdet alles sehen. Und zu meiner Linken ist der Joshua. Also, servus. Er macht nicht mit, weil eben ein kleines Malheur passiert ist. Ihr seht es ja auf der Nase ein bisschen. Ne? Ja, ich habe mir halt gedacht, ich will den Trainer eine Chance lassen. Darum mache ich diesmal halt mit. Okay. Bärlich leviert, aber dafür bin ich einfach ein geiler Schiedsrichter. Genau, und wir machen jetzt absichtlich auch keinen Untertitel drunter. Weil das ist einfach ein Unikat und true. Was machen wir heute? Beziehungsweise die erste Disziplin. Die erste Disziplin wird das mundanische Ei sein. Das wiegt 105 Kilo und das mundanische Ei muss auf Distanz getragen werden. Wir laufen jetzt gleich mal rüber in die Arena und dann zeige ich euch, da werden drei Feuerkörbe stehen. Das heißt, der Athlet nimmt den Stein vor die Brust, Schultern ist nicht erlaubt. Und muss quasi diesen Stone entlang der Feuerkörbe tragen. Da laufen wir später zusammen durch. Um den letzten Feuerkorb rum und muss quasi Bahnen ziehen um dieses Konstrukt, so viele er kann. Gejudged wird folgendermaßen. Das sind Striche am Boden und jedes Mal, wenn du über einen Strich trittst, bekommst du einen Punkt dazu. Wir haben das in Sektoren unterteilt. Und dann reichst du dich dann je nachdem im Wettkampf ein und kriegst dann halt deine Punkte. Wir gehen nach dem GFSA-Punktesystem. Das heißt, wenn der Joshua diese Teildisziplin gewinnt, kriegst du einen Punkt. Derjenige, was der zweite Platz hat bei dieser Disziplin, kriegt zwei Punkte. Und wer am Ende dieses Wettkampfes die geringsten Punkte hat, der gewinnt. Also, erste Disziplin, mundanisches Ei auf Distanz. Zweite Disziplin wird der Lock sein. Das ist einmal, die Athleten können sich quasi das Gewicht aussuchen. Das ist einmal 55 Kilo auf Reps, 75 Kilo auf Reps und 100 Kilo auf Reps. Natürlich gewinnt derjenige, Gewicht schlägt Wiederholung. Ne? Und wer halt dann am meisten Wiederholung macht. Dann die nächste Disziplin wird ein Framewalk sein. Knapp 20 Meter, auch wieder wahlweise 180 Kilo oder 220 Kilo. Dann haben wir einen Deadlift, einen erhöhten Deadlift, das wird quasi wie so ein Silver Dollar oder so ein Sigma so ein Deadlift sein. Das ist einmal 200 Kilo auf Reps oder die Heavy Twins. Das sind so riesige Granitsteinblöcke, auch natürlich auf Wiederholung, 60 Sekunden Zeitlimit. Danach kommt das Conan Wheel und das Conan Wheel mit 160 Kilo oder wahlweise 250 Kilo. Na, da muss man quasi das Conan so lange rumtragen, wie man nur kann. Ist auch in Sektoren unterteilt. Es kann auch passieren, dass am Schluss gewisse Athleten die gleiche Punktzahl haben. Dann judgen wir das nicht wie beim Heinz Ollisch. Liebe Grüße an den Heinz. Der Heinz macht es ja folgendermaßen. Er rechnet dann runter auf Disziplinsieg. Wir werden noch zu einem Masterstone danach runter ans Wasser gehen. Und wer diesen Masterstone gewinnt, oder beziehungsweise wer ihn hebt, bekommt auf seine Punktezahl minus 4. Das ist ein Haufen. Und das 4 Punkte können ein Haufen sein, aber der Masterstone wird knackig. Wenn du den hebst, kriegst du sofort 4 Punkte abgezogen. Und bedenkt, es gewinnt immer derjenige, der die wenigsten Punkte hat. Und wenn wir dann noch punktgleich sind mit irgendeinem Athleten, gibt es ein mundanisches Eye-Loading-Deathmatch. Aber ihr werdet das alles Disziplin für Disziplin in Video für Video sehen. Also das ist jetzt das erste Video, da gibt es jetzt einen kleinen Einstieg. Es gibt auch keine Gewichtsklassen, es ist alles offen. Und wir suchen jetzt hier den stärksten Mann der Villa 2021. Und wir fangen jetzt an mit dem mundanischen Ei. Wir gehen jetzt vor, wir gucken uns die Wettkampfarena an. Dann introduce ich ein bisschen so die Athleten. Und mache eine kleine Ansage an die Athleten mit den Regeln und alles. Und der Joshua unterstützt mich ein bisschen. Viel Spaß. Also wir stehen jetzt hier mitten in der Arena, wie ich das vorhin erwähnt habe. Hier sind die brennenden Feuerkörbe. Wir haben sie extra gut bestückt, Marcel. Gell, hast die Feuerkörbe richtig schön bestückt. Dass da eine richtig schöne Hitze von wegkommt. Das heißt also, wenn ich eine knappe Wende laufe,
kann vielleicht auch sein, dass man sich die Haare abbrennt. So, entweder du willst ein bisschen leiden oder läufst einfach eine größere Kurve. Da unten liegt das mundanische Ei. Das hat 105 Kilo. Das wird aufgenommen, entweder quer oder aufrecht. Das ist dem Athleten überlassen. Und dann muss der Athlet hier loslaufen und ihr seht, hier sind Striche am Boden. Und für jeden Strich bekommt er einen Punkt. Für jeden Sektor. Also das heißt, ein Sektor, zwei Sektoren, drei Sektoren und der vierte. Und dann kann der Athlet so oft rumlaufen, wie er nur kann. Er muss quasi immer über den Sektor und dann die Wände laufen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß, genießt die Show. Wir ziehen uns einzelnen Athleten raus, interviewen die ein bisschen. So ihr Lieben, das ist der Sascha, bockstarker junger Mann und wollte schon ein bisschen länger zum Strongman bewegen. Kommt ja sogar aus der gleichen City wie ich. Jetzt stehst du da. Wie schmecken so die ersten Tage Strongman? Anstrengend, sehr anstrengend wirklich. Ja, das ist ein bisschen das was anderes. Sehr komplett am Nervenkostüm, also ich bin wirklich schon fix und fertig vom Tag heute. Aber muss gehen. Mach jetzt das Beste und mach ich. Ihr werdet sehen, verfolgt ihr mal die nächsten Videos über die nächsten Events. Der Sascha hat so eine gute Grundkraft, da kann man richtig was draus machen und was, ja, fühlt euch inspiriert. Er hat den Sport, wie lange machst du denn jetzt? Zwei Tage, drei Tage? Dienstag. Dienstag. Also, vier Tage. Also, ich will nichts mehr hören hier. Ich muss ein Jahr, zwei trainieren, um auf eine Villa oder auf eine Burg zu kommen. Es ist für Rookies. Deswegen will ich das nicht mehr hören. Auf jeden Fall, los geht's. Joshua, bist du da? Du gibst du machst du Schreiberlein? So. Athlet bereit? Ja. Deine eigene Zeit anheben, laufen. Alles gut? Ja. Ja, alles gut. Bisschen anstrengend. Bisschen? Ja, wer sich hasst. Warte, ich komm kurz ins Bild. Also was man beim Sascha bemerkt, er ist unglaublich stark. Deine statische Kraft ist enorm. Aber du bist noch ein bisschen so beim Laufen, so die Speed fehlt noch ein bisschen. Aber das machen wir noch, gell? Das war super. Sechs Sektoren. So, okay. Nächster, Nummer zwei. So Konsti, du bist jetzt Nummer 3. Wir haben jetzt ein Best von 10 Sektoren. Wie schätzt du dich ein? Ich war nie so der allerbeste Ausdauertyp, aber ich will die 10 schlagen, auf jeden Fall. Ich bin auch zuversichtlich. Also ich glaube hier, das Ei ist nicht so schwer. Ne? Nur wegen der Form drückt es sich unglaublich in den Solarplexus. Meiner Meinung nach ist es schnellere Beine. Ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Gas gibst, weil die Leute laufen echt gemacht. Da kannst du echt was. Oder was sagst du hier schon? Ja, doch. Speed, wenn auch ne? Speed, guck er so schnell runter wie es geht. Genau. Ich erinnere bei uns und viel Glück. Hau rein, ja. Eins. Zwei. Drei.
4. Also wir haben jetzt hier gesehen, sehr interessante Technik. Er nimmt das Ei quasi quer aufs Bein und dreht es dann. Weil viele Athleten haben das Gefühl, dass es also hochkant besser tragen können. Würde ich auch so machen. Problem ist nur, das Ei hat eine dünnere Seite und eine dickere Seite. Die dickere Seite muss immer hoch, weil wenn die dünne Seite oben ist, rutscht das Ei leichter aus dem Arm raus. So, ihr Lieben, das ist der Madin, der sogenannte Eisensunny. Du hast auch einen YouTube-Channel, ne? Richtig, ja, der heißt wie ich, der Eisensunny. Der Eisensunny. Guckt mal vorbei, lasst ein Abo da, ein Like da, folgt diesem adretten, aktiven, rüstigen Herrn. Danke, okay? Danke. Also er ist auch hier da, falls irgendwelche Notfälle oder irgendwelche Brüche, Schnitte. Wenn Menschen unter dem Purstein liegen. Genau, passt er auf, er ist also unser Sunny, der Eisensunny. Und jetzt geht's ans mundanische Ei. Und der älteste Sack, der hier mitmacht. Echt? Ach, wow. 49 years of age. 49. Also sagt niemals, der Sport ist was nur für Junge. Oder das kannst du nicht machen, wenn du alt bist. Das stimmt. Und ich habe auch erst letztes Jahr wieder mit wirklichem Krafttraining angefangen. Und es geht dir besser. Es geht mir besser. Es ging mir seit Jahren nicht so gut. Das ist dank dem Eisenbär. Ne? Der war ein guter Punch, du. Ne? Also, dass gerne das Ei kommt. Toll. Komm! Für meinen Lieblingsfollower, wenn er das sieht, gehoben hätten wir das Biest und jetzt schauen wir mal. Also der Plan, es läuft voll nach Plan. Ne? Es läuft nach Plan. Alles gut? Ja, ja. Bringt die Pumpe ein bisschen. Ja, ich muss mehr Cardio machen. Ja, ich sag immer mit was. Mit 8 Kilo mehr musst du auch mal einen Schritt mehr machen. Oh. Weiter. Komm! Oder atme. Leg dich bitte zurück. Ein. Melvin. Hab's richtig, gell? Das ist ein sehr eigenartiger Name. Bis hin, dir geht's gut? Alles gut, los. Super. Alles klar, Melvin, komm in die Kamera. Was ist jetzt zu einem eigenartigen Mensch? Du siehst wieder fantastisch aus, muss ich sagen. Masse. Die Hose, der Gürtel. Das Liquid Shark, wie viele Runden oder wie viele Sektoren? Ich weiß es nicht. Also ich habe dich jetzt so kennengelernt, dass du sehr schnelle Füße hast. Ja, das stimmt. Willst du sie einsetzen oder willst du eher sagen? Gerne ein oder zwei Runden auf jeden Fall schaffen. Okay. Ja, 10 Sektoren ist das aktuelle Bestzeit. Aber ich bin auch gut am Sack. Aber hebe. Hebemusch. Ja. Auf geht's, komm. Wo ist jetzt die geile Seite? Such sie dir. Mama und Papa ist jetzt nicht da. Meine Mutter hat immer das noch nicht zu fahren, wenn er ins Auto steigt. Komm, schnelle Füße. Eins. Und auf, komm. Eins. Auf, Forrest. Auf, Melvin. Ja. Eins. Vier. Weiter. Auf, komm. Fünf. Komm, weiter jetzt. Komm. Komm, weiter. Komm, auf. Oh!
Finger weg von den Drogen. Ein Unikat. Oder Raoul, ja. Man wünscht sich mehr davon, oder? Ja. Und mehr solche Hosen. Gell? Müssen wir mal bei Eisenbär nachdenken. So eine Eisenbär-Hawaii-Hose. Oder? Und was ist denn da drauf? Gummibärenbande? Nee, so Bären, die unter einer Palme liegen. Ah. Oder so Bären, die mit so einem Schwimmreif und so. Aber jetzt kommt der Victor. Ja, jetzt ab. Schön nach, ja. Tief greifen, tief beugen. Komm, Victor! Zeig mir, was du kannst! Ja! Und jetzt lauf! Lauf und atme! Eins! Sieht gut aus! Zwei! Komm, Victor! Auf, komm! Drei! Super aus! Weiter! Atmen. Vier! Komm! Weiter geht's! Komm! Weiter. Komm. Kämpf jetzt! Gib das Ding jetzt hoch, sag das. Komm, geht schon. Gib das Ding hoch, jetzt. Auf geht's, komm. Auf, hochheben, komm. Auf, runter und zieh. Jetzt nach Wasser raus. Auf! Bist du im Kreuz? Mach Kreuz! Komm! Komm! So laufen kannst du. Komm! Komm! Jetzt! Und jetzt laufen! Weiter! Weiter! Saustarke Leistung. Zuerst habe ich gedacht, mit dem Pickup hast du ein bisschen Probleme. Hast ganz blaue Lippen. Geht's dir gut? Sehr schön. Also erstmal Gratulation zu dieser Leistung. Danke. Dein wievieltes Strongman-Training ist das? Oder deine wievielte Strongman-Erfahrung? Ich war einmal bei dir im Gym, aber sonst nicht. Zweite halt. Genau. So seht ihr es. Also mega Leistung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es viel läuft. Aber ich habe gesehen, du warst noch recht entspannt im Gesicht. Hing dir nur ein bisschen tief, ne? Ich habe ihn eigentlich extra so tief gesetzt, weil ich, als ich vorher damit gelaufen bin, habe ich ihn auch so ins T-Shirt reingehängt. Ja. Und dadurch konnte ich halt eigentlich ziemlich gut atmen beim Laufen. Ja, und das Shirt hat so ein bisschen... Ja, genau. Ja. Man muss schlau. Nicht so viel halten. Sehr schlau. Ich wusste halt, dass ich ihn hochheben muss, dann kann ich auch viel laufen, aber das Hochheben... Ein Auge auf diesen jungen Mann, weil der junge Mann ist sehr intelligent. Und intelligente Menschen hat man bei Magnus Vermagnus und einen anderen Strongman gesehen, die können. Deswegen viel Glück für den restlichen Wettkampf, hast du super gemacht. Ja? Dankeschön. Ein. So, hier haben wir auch wieder, ich will ja nicht sagen jungfräulich, aber einen jungen Herrn im Strongman-Business, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Das ist deine wievielte Erfahrung? Im Prinzip die erste. Nein. Aber wir hatten ihn ja schon mal im Interview, Raoul, ne? Ja. Von daher, starke Leistung. Ja, vielen Dank. Also beim Pickup war es ein bisschen hastig, ne? Ja.
Aber du hast dich gesammelt und super Leistung abgelegt. Sehr gutes Mittelfeld hast du dich platziert. Ja. Und jetzt kommen noch ein paar Jungs, aber es sieht gut aus für dich. Super, danke. Viel Glück. Jo. Komm. Ich gebe dir Gas. Eins. Zwei. Auf! Ganz locker! Auf, dass du nicht kommst! Auf, Mann, auf! Kann nicht auf zu laufen? Nein. Zwei Runden schaffst du nicht. Mach auf! Komm! Olli, Dennis, du alter Stratege. Sorry. Ja, ist ja. Richtig, ist richtig so. Da kommen ein paar Wettkämpfe, da kommen noch ein paar andere Disziplinen, die bockschwer sind. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich auch alle gesehen jetzt, der Olli taktiert. Er hat den Stein einfach abgelegt. Er hat jetzt noch zwei. Sah gut aus, sein Gesicht war super entspannt, Atemtechnik super. Ich habe mir schon gedacht, dass du so bei 13 auscheckst, ne? Weil du kennst das Feld, du kennst die Jungs. Ihr habt jetzt ich hatte den Vorteil, dass ich ein bisschen was sehen konntest, genau. Weit hinten starten konnte, genau. Und die Jungs gut vorgelegt haben. Ich bin gespannt auf die nächsten Disziplinen. Viel Glück. Auch. Wolltest du es zurück oder trägst du es zurück? Ich trage es. Ach, ich trage es. Wenn das anmalen müssten, so ein Unfall. Mies, drück den Stein zusammen. Oh, auf und auf! Ja, gut, auf jetzt! Komm schon! So ihr Lieben, das war die erste Disziplin auf der Strongman Villa 2021. Hier haben wir den Gewinner, Olli. Danke. Sehr starke Leistung, obwohl du taktiert hast. Ne? Du warst jetzt, du hattest den Vorteil, quasi als 15er zu starten. Ja. Konntest dir quasi das Feld so ansehen, wie das so läuft. Ne? Und jetzt quasi, du hast den besten Start in den Wettkampf. Ne? Ja. Werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Mhm. Und wir werden jetzt, Joshua, wir werden jetzt die Punkte zusammenziehen. So machen wir. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Die Gäste verabschieden ja meine Videos. Deswegen sag das als nächstes. Locklift dann kommt auf Raps, ne, und dann sagst du Tschüss und die Glocke aktivieren und alles. Ne, und dann passt es. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Disziplin, das ist der Locklift. Da geht es dann wieder rund und weiter. Ja, abonniert die Glocke und das, like das Video und macht's gut, bleibt stark. Ciao. So sieht's aus. Macht's genauso, wie das Olli das gesagt hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade.